Nachdem wir uns in der letzten Periode für die Abschaffung der Studiengebühren in Bayern stark gemacht haben, wollen wir in der Periode uns mit dem Handwerk beschäftigen. Wir haben immer davon gesprochen, dass es in Bayern eine Gleichwertigkeit zwischen der akademischen und der handwerklichen Ausbildung geben muss. Und wenn wir uns die Studiengebühren anschauen, dann ist das kürzeste Regelstudium in Bayern das Bachelorstudium, welches 3 Jahre beinhaltet und damit mit 6 Semestern und einer Anrechnung von 500 Euro pro Semester auf 3.000 Euro kommt. Die 3.000 Euro wollen wir jetzt als Bildungsgutscheine den Gesellen zur Verfügung stellen für die Meisterausbildung. Die Meisterausbildung in Bayern liegt je nach Berufsstand zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Und da wäre eine Starthilfe, ein Zuschuss, ein Bildungsgutschein genau das Richtige, um diese Meisterausbildung zu stärken. Wir haben ca. 30.000 Meisterabsolventen in Bayern und sehen damit natürlich auch eine enorme Stärkung des Handwerks mit diesem Bildungsgutschein. Und das ist für den Freistaat Bayern eine Größenordnung von rund 70 bis 80 Millionen. Und wenn man sich überlegt, das ist die Hälfte dessen, was die Abschaffung der Studiengebühren in Bayern gekostet hat. Und da sehen wir ein klares Signal zu sagen, wenn wir das ernst meinen, Handwerk zu stärken, wollen wir Freie Wähler damit einen klaren Trend setzen.